Freund, nicht vergessen, trage Ulu-Mulu, 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 Ulu-Mulu. Freund haben Ulu-Mulu. Fremder tragen Ulu-Mulu mit Stolz. Ulu-Mulu. 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 Gib mir ein wenig Zeit. Rennen, rennen. Schlaf. Zeit ist um. Du hast das Talent. Erkenne die Situation. Umkehren musst du hier. Ulu-Mulu. Ulu-Mulu. Scheint tatsächlich noch härter zu sein. Scheint tatsächlich noch härter zu sein. Ja, Leute, hier bin ich wieder mit einem kleinen Gimmick hier. Ich hatte auf meinem Smartphone einen lustigen Song, einen Track drauf gehabt, den ihr gerade eben gehört habt. Das ist der Ulu-Mulu-Song von Christoph Tschillig. An der Stelle mal sei mal gedankt, weil das sind einfach Samples, die er aus dem Gothic rausgebracht hat, herausgenommen gehabt hat und da so einen richtig schönen Track gemacht hat. Da kann ich auch noch drauf hinweisen. Gibt es bei World of Gothic unter Musik, glaube ich, kann man sich das runterladen und ich sag nur eins. Freund, tragen Ulu-Mulu immer in Hand. Jetzt machen wir weiter. Und zwar sind wir schon beim fünften. Meine Herren, beim fünften Teil. Wird es wieder so lang wie der vierte Teil? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Was sagt unser Logbuch? Unser Logbuch sagt. Schauen wir mal anheuern. Da können wir noch nichts machen. Das geheimnisvolle Schiff Olegs Laute. Ja, wo ist denn Oleg? Den würde ich als erstes machen wollen. Alte Geschichten, die versunkene Flotte, Alchemist. Den könnte man mal angreifen. Nicht angreifen, sondern mal die Quest angreifen. Ich habe Marbot über Sayan befragt. Der Kommandant lobt den Alchemisten in den höchsten Tönen. Die Geräusche in der Nacht sollen harmlose Experimente sein. Das wissen wir. Ich habe Herbrand über Sayan befragt. Zack, zack, zack. Ja, ich kann... Das ist ja irre. Was machen die da? Hey, cool, 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 cool. Hey, irre. Gottfried. Das ist ja irre. Guck mal. Herrlich. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Die machen hier ein paar Schießübungen. Gottfried. Und wer ist das noch? Tankred. Ja, okay, jetzt sind sie wohl fertig mit Schießübung. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr hier weiter gucken. Das sind alles nur zittrige Ritter. Ritter. Aber Nico soll das nicht zu sagen. Okay. Das will doch keiner wissen. Da kann man sich nicht ganz vergessen. Jetzt muss ich mal gerade eben gucken. Hey du! Wegen dem Sound. Was gibt's Neues? Bald werden die Orks kommen und dann wirst du dich über jede Stunde freuen, die du auf dem Kasernenplatz zugebracht hast. Okay. Läuft. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Er stellt sich das immer so an. So, dann schauen wir mal. Ich würde das nicht erlauben.
wo wir weitergehen. Ulu-Mulu. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ulu-Mulu. Ja, was hast du das denn schon wieder her? Ja, wo hast du denn das wieder her? Ja, Volker, Erich. Ich will den Oleg wissen. Wo ist Oleg? Oleg ist nicht hier. Nee, das ist auch keiner, den man ansprechen kann. Gott sei Dank. Ich habe so einiges gehört. Dann haben wir ihn hier. Das ist auch wieder so ein Ritterchen. Da hinten in der Ecke. Da geht es, glaube ich, zu diesem Keller. Ne? Ich habe so einiges gehört. Da kannst du eh nichts dran ändern. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich kann davon lassen. Ich lieber die Finger. Wenn ein Oleg geblieben ist, dann hat er mir mal zugesagt. Ich kann das nicht glauben. Also, du da. Ulu-Mulu. Ja, den hat man dann irgendwann mal als Bohrwurm. Also ich verstehe das hier nicht. Ich komme nicht weiter hier. Das ist immer ein Kreis, ein Kreis, ein Kreis. Ich will jetzt auch nicht cheaten oder sowas. Es wird immer wieder Nacht, 19.22 Uhr. Warte mal. Wir waren ja noch gar nicht hier an der Mauer, da waren noch irgendwelche. Das könnte sein, dass hier ein Rekrut ist. Der ist jetzt da. So, da unten war noch eine Tür. Gucken wir mal, ob da was ist. Ja, da ist er, du, da. Ein Bettchen, Bettchen. Gehen wir mal ganz schnell. Bettchen, Bettchen. Gucken, Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Was? Raus aus meinem Bett! Und wer ist es? Oleg! Oh, verdammt! Was will. Ja. Hä? Hallo? Jetzt wollen wir das mit der Laute machen und. Oleg lässt sich da nicht irgendwie ansprechen. Warum? Olegs Laute, da müssen wir mal gucken. Oleg vermisst seine Laute. Das wissen wir. Ich habe Günther nach Olegs Laute befragt. Dieser hat absolutes Gespräch beendet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Günther ein schlechtes Gewissen hat. Ihr sollt ihn jetzt nicht aus den Augen lassen. Ach so, der Günther. Okay, aber was ist, wenn ich ihn aus den Augen verliere? Normalerweise geht Günther gerne in den Burggarten. Aha. Wo ist denn der jetzt? Dort sollte ich mir mit meiner Suche beginnen. So, dann, ich habe Ralf nach Olegs Laute befragt. Dieser hat eigentlich gar nichts gegen Olegs Musik. Das finde ich toll hier. Ei, wisse lolle, bin da. Nee, alles was andere Musik. Sondern möchte nur, dass dieser eine Stunde eher mit dem Spielen aufhört. Ja, das ist okay. Ich habe Herbert noch nach Olegs Laute befragt. Jetzt bin ich wirklich überrascht. Hat Herbert tatsächlich eine weiche Seide? Kaum zu glauben, aber auf jeden Fall hat er gar nichts gegen Olegs Musik, sondern möchte nur, dass dieser nicht so spät mit dem Problem. Okay, also wo ist jetzt dieser Burggarten? Burggarten. Also ich bin hier einmal rumgegangen, habe keinen Burggarten gesehen. Günther, das war ja der erste Kontakt in der Zelle, wo ich Arrest hatte. Hier geht eine Treppe hoch. Aber ich glaube, das wird nichts bringen. Burggarten. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, ist mir klar. Da kriegt man nicht auf mit der richtigen Schlüssel. Muss man aufkriegen. Ach, Moment mal, ich darf ja raus. Na endlich darf ich raus. Ach, das ist ja irre. Das ist ja irre. So. Schätze ich mal, dass hier irgendwo ein Burggarten ist. Mal gucken. Ja, wie bei mir im Ort. Da gibt es eine Burgruine. Und Waldbeere. Lecker Waldbeere. Noch eine Waldbeere. Ah.
glaube, hier gibt es nur Waldbären. Zum Glück sind das Pflanzen und keine Tiere. Ich möchte keine Bären hier erleben. Ja, das ist schön. Das ist mal ein richtig schöner Lost Place hier. Nicht unbedingt den ausgetretenen Pfad folgen, sondern auch mal so ein bisschen... Ah, schön, Waldbeere. Auch mal so ein bisschen hier mal so ein bisschen abenteuerlustig forschen und scouten. Deswegen heiße ich ja auch David van Scouten. Oder beziehungsweise ich nenne mich nur so. Was ist das denn da? Ich habe gar keine Waffe angelegt. Wieso denn das nicht? Habe ich keine? Oh, es ist irgend so ein Viech hinter mir her. Bist du noch da? Oh, ist immer noch da. Das hört sich nach Mole Red an. Mole Red. Bist du Mole Red oder Mole Grün? Aber mal gucken. Eine Spitzhacke habe ich. So, was haben wir denn hier? Kurzschwertziemliche Schaden 20, Spitzhacke 30 Schaden. Benötigte Stärke. Aha, toll. Okay. Dann nehmen wir mal. Moment mal. Ich hatte ja noch eine Waldbeere gehabt. Hier sind Waldbären. Bären, Bären, gefährlich. Irgendwie vermisse ich die Musik. Kann mir das jemand erzählen, warum ich schon wieder keine Musik höre? Warte mal. Ich speichere mal ab. Und dann gucke ich mal in den Einstellungen, ob ich da irgendwas gemacht habe. Aber ich habe da nichts gemacht. Ja, Soundlautstärke okay, Musiklautstärke okay. Musik an. Also, so what? Sehr komisch. So, jetzt weiß ich nicht. Ich habe abgespeichert. So, was ist das? Atanos Molrat. Wie sehe ich denn aus? Ich sehe gar nicht gut aus. Ich sehe gar nicht gut aus. Ach, das finde ich übrigens auch gut, wenn die so Ladebildschirme sind immer anders. Finde ich gut. Wie kann ich hier gucken, wenn ich angefangen habe? Naja, lassen wir mal laufen. So, dann schauen wir mal. So, muss mal reinrennen an das Ganze. Waldbeere. Also dieser blöde Mole Rat, der hat ja... Ja. Oh, das könnte ich schaffen. Das könnte ich schaffen. Oh, yeah. Atanos Mullerat. Gibt sich Fleisch, gibt Fleisch, das ist gut. Okay. Es kann natürlich sein, dass hier noch ein Atanos Molarat oder Molrat ist. Aber auf jeden Fall möchte ich ganz gerne ein paar Pflanzen einsammeln. Eine Pflanze. Oh, da ist noch was. Waldbeere. Oh, da hinten ist noch so ein Molrat. Ja gut, okay, dann wollen wir ein bisschen Halbpflanzen essen. Die Waldbeere, das ist eine Heilpflanze. Mehr haben wir noch nicht gefunden. Okay, dann nehmen wir mal ein Waldbärchen. So. Sorry. Und nochmal speichern. Jetzt kommt Musik. Oh, da sind gleich zwei. Ah, das ist... Ja. Noch gar nicht gut hier im Kampf. Und zack. Hier noch mal ein bisschen was mitnehmen zum Essen. Das ist echt spannend. So, nehmen wir noch ein Waldbärchen.
Speichern. Und immer wieder speichern. Blutrot da. Eine Waldbäre und erwischt er mich? Oh, der hat mich schon erspäht. Alter, jetzt hat er mich gleich. Oh, knapp. Alter, war das knapp. Oh. Okay. Mit 5 und hier, na gut. Das gibt natürlich viel. Ich habe keinen Heiltrank mehr, oder? Habe ich nie. Doch, einen habe ich. Naja, dann werde ich halt eben meinen Heiltrank mal eben nehmen, um zu Kräften zu kommen. Sorry. Ach ja, kann man irgendwie kaufen. Bei Glaserna auf dem Mittelaltermarkt. Ist auch nicht teuer. Übrigens mal wieder hier gute Texturen von... Ach, hier gibt's eine Axt. Eine rostige. Eine rostige Axt hat natürlich benötigte Stärke 40, haben wir natürlich nicht. Okay, doki. Also das finde ich das Geilste überhaupt an Gothic. In die Natur rausgehen, gucken, was es da gibt. Da brennt ein Feuer da hinten. Eieieiei. Ich glaube, weiß nicht, das sieht nicht gut aus. Ich habe noch keine Fernwaffe, deswegen kann ich noch leider nicht sagen, was da los ist. Bestimmt Gobos. Ja, Gobos, alles klar, die kriege ich doch noch nicht. Okay, hat die Waffe wieder eingesteckt. Muss ich mal eben gucken, sind die Einstellungen okay? Ich habe nichts verändert. Ja, wollen wir weitermachen hier an der Ecke? Ich glaube, Gobos packe ich noch nicht. Nee, packe ich noch nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ein Waldbärchen. Hey, Waldbär, was ist da oben? Vielleicht versteckt sich hier oben noch was. Kommen wir hoch? Ja, wir kommen hoch. Ah, halb Pflanze oder halb Wurzel. Wurzel, genau richtig. Also wirklich mal wieder ein Kompliment an die Macher. Hier diese lustigen Pflanzen hier, ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Noch nie gesehen. Wie bei Legend of Asun mit diesen Löwenzahn und Sonnenblumen. Fand ich richtig klasse. So, also das ist schon mal nicht der Burggarten. Stopp. Waldbeere. Moment mal. Jetzt auf der Seite weiter. Ein bisschen laggy hier. Da war was. War da was? Ne, war nichts. Also der Burggarten kann doch wohl nicht so weit unten sein. Gib mir Burggarten, gib mir Burggarten. Nee. Ich kann jemanden fragen, ob der Burggarten irgendwo ist. Nee. Steht's? Hier steht's. Alles in Ordnung, Kamerad. Ja, alles in Ordnung, Kamerad. Also da geht's nicht zum Burggarten. Geht's denn hin? Ich habe das Gefühl, dass es irgendwo hier in der Nähe sein muss. Der Burggarten. Wer ist denn der oben? Ein Rekrut, ne? So, wen haben wir hier noch? Hier war nur noch ein... Hier ist Gunther! Da ist er ja! Nee, nicht im Burggarten. Jetzt ist er mal da. Und? Wie sieht es aus? Gut. Sehr gut sogar.
Ich habe nämlich noch niemals Arrest bekommen. Hä? Was stand denn hier in der Log wegen Olex Laute? Ich habe Gunther nach Olex Laute befragt. Ach, wahrscheinlich wird die Quest nur freigesetzt, wenn ich ihn im Burggarten erwische. Okay. Jo, dann kann man ja warten, ne? Dann kann man ihn ja verfolgen. Nur wann geht er in den Burggarten? Es ist 8.37 Uhr. Da kann ich ja warten, bis ich schädelig bin. Tja, das weiß ich jetzt nicht. Hat er ein Bett da? Es gibt... Nee, hat er nicht. Oh. Werden wir mal gucken, ob wir hier oben irgendeine Schlafmöglichkeit finden. Nee, nicht. Hä? Das ist Oleg. Ah, das ist Oleg wieder. Hey, du! Ja, okay, ist klar. Nun springen wir in den Brunnen, um uns zu erfrischen. Was liegt hier? Mal wieder eine Ratte. Das Tor. Gunther ist noch da. Ja. Hier wird es natürlich... Ah, guck mal. Guck mal. Nee. Oh, hab ich gesehen. Ich glaube, ich war noch gar nicht auf der Mauer. Zum Beispiel die Leitern bin ich auf der Mauer noch gar nicht hinaufgeklettert. Beziehungsweise, ich glaube, hier habe ich ja doch mal schon mal ein Buch gefunden. Ja, das war das mit der Armbrust. Ja, du kannst es oder lass es. Ja, gut. Okay, dann fangen wir mal hier an, nochmal was zu untersuchen. Gehen wir mal schön hoch. Vielleicht liegt hier noch... Ach, das sind die Bretter, ja, genau. Ups, Daisy, hier ist ein Erker. Schöne Aussicht hier. Waffenknechtchen. Was? Naja, jetzt ist es wieder weg. Habe ich jetzt nicht gesehen. Waffenklecht. Oh. Ein neues Gesicht, Jonas. Hallo Jonas. Und? Alles in Ordnung? Hallo Roland. Ja, ja, alles in Ordnung. Aber wen wundert das? Was soll hier auf Athanos schon los sein? Die paar Lurker, die uns hier ein bisschen Ärger machen... sind doch nun wirklich keine Herausforderung, oder? Na Jonas, wieder mal Wachdienst? Hör auf, Mann. Das ist doch immer dasselbe. Sorry, also da ist bei der Geschichte ein bisschen vom Sound des Sprechers her zu viele hohe Töne. Das hört sich an, als würde... Naja, so ein Megafon oder so. Ja, vielleicht hat er ja nicht die Möglichkeit gehabt, das besser aufzunehmen. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache, eine Sprache ist dabei. Okay. Jonas hat ja noch nichts entkommen. Stopp mal. Ah. Kann mich erinnern, ich war in der ersten Folge hier. Genau. Ach, guck mal. Das sieht nach Garten aus. Bad Burggarten. So.
Wie spät haben wir es denn hier jetzt? Meinst du der 9.40 Uhr? Ja. Also da ist der Garten. Ich könnte jetzt eigentlich da runterspringen, aber ich glaube, das würde ich nicht überleben. Also das sieht nach Garten aus. Und da ist auch so ein komischer Weg. Hehe. Dann gucken wir nochmal, ob der Gunther da in seinem Unterstand ist. Ja, und schon mal fleißig üben hier. Immer schöne Schwerter schwingen. Schwerter schwingen. Oh, das ist so weit weg. So, wenn ich gleich da ankomme, ist der Gunther weg. Gunther. Ich möchte mal wissen, ob es in dieser... Doch, gibt es. Frauen gibt es. Weiß ich noch, unten im Dorf. So. Da ist Gunther. Gucken. Und? Gut. Ich hab nämlich noch... Ja. Er und seine Schadenfreude. Mhm. 12 Uhr bis 17 Uhr bis 15 Uhr schlafen. Ich hab jetzt keinen Bock, hier die ganze Zeit zu warten. Das versteht ihr doch bitte schön, nicht? Ja, das verstehen wir alle. Den Freund tragen Ulumulu in Hand. Stopp mal. Nee, das ist er nicht. Nee, war ich doch schon. Der Garten ist da hinten irgendwo da. Oh, sorry. Nee, der muss da oben sein. Ganz weit ums Eck. Nee, da kommen wir nicht hin. Ja. Was machen wir eigentlich mit dem Brunnen hier? Da gibt man immer Brunnen. Das ist die falsche Seite. Ach ja, hier ist ein Hebel. Deine Kraft reicht nicht aus, die Pumpe zu bedienen. Oh, Schlappschwanz. Nee. Okay, der ist immer noch da. Könnte ich ihn jetzt eigentlich... Das ist jetzt echt blöd. Ich hab dich in Auge. Wunder. Der steht da nur. Ja, die Ratten sind noch da. So, ich glaube, ich brauche hier nicht hoffen, dass es ein Bett gibt. Entweder hier im Außenbereich. Stoppen. Schon in diesem Erker hier drin. Also Kisten laden echt ein, danach zu suchen, dass da irgendwo was in der Ecke ist, ne? So, und hier ist bestimmt kein Schlüssel. Doch, das ist da. Komm mal rein. Na also. Gucken wir nochmal nach. 10.29 Uhr. Schlafen wir mal bis mittags. Und dann sollten wir natürlich uns hurtigst Richtung Gunther. Kann natürlich sein, dass das wieder so eine Schlüsselzeit ist, weil da die Schlafzeiten auch neu sind hier in dieser Modifikation Odyssey im Auftrag des Königs. Und Überraschung, Überraschung, er steht immer noch hier. Der Gunther, hier wird es auch nichts Neues an Dialogen geben. Dann versuchen wir es anders. Gibt es irgendwo eine Toleranzzeit? 12.10 Uhr? Ist er da raus? Nee, und dann... Nee, ich weiß es nicht. Ach ja. Der Typ, wie steht da oben? So, dann haben wir ja noch zwei andere Optionen. Und zwar... Bis 15 Uhr schlafen. Kaffeezeit. Kaffeezeit, das ist Kaffeezeit. So. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Also so oft schlafen am Tag, da kann ich noch nicht mal hinkriegen.
habe mich kaputt, ist bestimmt noch da. Ach nee, jetzt ist er weg. Und jetzt? So, wo war noch mal dieser Garten? Wir konnten den doch sehen. Nachher steht er da irgendwo unten. Aber so du da. Glaubst du wirklich? Meine Meinung kennst du ja schon. Wo hast du das denn schon wieder her? So, dann gucken wir mal. Hier ist eine Tür. Vielleicht geht's da in den Burggarten. Ach nee, hey. Hier ist ja die Schlüssel. Hier ist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und ich wette mit euch, das ist die Tür zum Burggarten. Vielleicht. Vielleicht ist der Schlüssel irgendwo versteckt, aber ich habe doch schon danach gesucht, das weiß ich. Okay. Ja, richtig, jetzt kann ich mich wieder erinnern, ich habe danach gesucht. Stopp. Treppe. Gucken. So. Jetzt muss ich auch mal gucken. Also das sind ja nicht so steile Felsen. Ich mach mal jetzt was ganz Beklopptes. Was Waghalsiges. Und zwar werde ich von hier aus in den Burggarten mich begeben. Entweder klappt's oder es klappt nicht. So, weil hier ist nämlich... So, na also, klappt doch. Putsch. Ich denke mal, dass es der Burggarten ist. Auf jeden Fall eine Stelle, die wir nicht so... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dann gucken wir mal. Jetzt bin ich hier im Burggarten. Was haben die denn hier angebaut? Heilpflanzen? Lecker. Gibt es hier noch was Verstecktes? Nö. Heilpflanze. Noch eine Heilpflanze. Ein bisschen Kram. Nicht runterfallen. Oh, guck mal. Was ist das? Ratten. Okay. Das sind Ratten, ja. Oh, oh. Ach, die krieg ich ja. Ja, schön. Haben wir die. Die kann man eh nicht essen, die Ratten. Da ist nichts zu holen. Genau. Die fällt drüben. Unkraut. Naja, wenn ich das jäten sollte, dann habe ich ja die... Aufgabe ja schon erledigt. Unkraut. Es gibt kein Unkraut in der Natur. Es gibt immer Beikraut. Finde ich auch mal so lustig, dass die Menschen immer sagen, es gibt nur Unkraut. Es ist eigentlich nur so ein Beiwerk, was man eigentlich gar nicht in so einem Beet haben will. Wenn man halt eben ein Erdbeerbeet hat und da ist ein Beikraut da. Oh, eine Winde. Was? Wieder was ganz kurz eingeblendet. Kleiner Lederbeutel. Das heißt, in dem kleinen Lederbeutel werden wir etwas finden. Und zwar ein paar Münzen klimpern. Genau. Und was war noch? Was war da noch? Bolzen. So, Bolzen. Das ist ja ein schroffes Gebirge da hinten und Wasserfall, das ist gut. Okay, was habe ich gemacht?
Wozu ist denn jetzt die Winde gut? Kann ich die auch von der anderen Seite angreifen? Ach ja. Moment mal, was hat er jetzt gemacht? Okay, er dreht nach rechts, die Winde dreht sich nach links, auch geil. Okay. So ist es richtig. Ich weiß noch nicht, wofür die Winde gut ist. Das werden wir irgendwann mal erfahren. So, aber das ist das Beste hier. Achtung. Yeah. Cool. Nicht schlimm. Ist eine Kleinigkeit. So. Leute. Bin hier im Burggraben. Im Burggarten eingesperrt. Da habe ich mich dann selber verfrachtet, als ich dann hier oben so ein bisschen hier runter geklettert bin. Ich habe auch die Laute nicht gefunden von... Oh, es hat ein bisschen geleckt. Ich habe auch die Laute nicht gefunden von Herrn Oleg. Na, hier haben wir noch eine Heilpflanze. Ja. Jetzt bin ich selber schuld. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich die Tür nicht auf. Da war doch was mit Schlüssel. Sag bloß, er lag da. Dann lahm ich aber kaputt. Wo hier? Hier? Hier, da war was. Das war der Rest vom Text noch. Oh, Leute. Muss ich warten, bis der Gunther kommt oder was? Wie spät haben wir es? 16.40 Uhr. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir bis 17 Uhr warten. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal durch. Ich weiß es nicht. Ich stehe wieder im Regen. Donnert. Das ist cool. Hier. Ja, ich komme nicht weiter, ne? Also ich habe mich jetzt hier verrannt in dem Burg. Ja. Das ist jetzt doof. Ich aber mal. Hat denn einer von euch gedacht, dass man das auch auf die Art und Weise machen kann? Moment mal. Vielleicht? Wie? Was macht denn jetzt? Nochmal. So. Vielleicht ist es ja irgendeine Zeit. Das ist mir die Zeit. Bringt, um die Tür aufzumachen da oben. Also wenn man auf die Idee kommt, nee, das glaube ich nicht. So, zack, Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, 17.07 Uhr. Warten wir noch ein bisschen. Also hier habe ich mich echt verfranst, sonst muss ich wieder neu einladen, ne? Weil diese Möglichkeit, die habe ich jetzt mal genutzt. Einfach mal so da oben runter zu rutschen. Ja, liebes Odyssey-Team. Entweder bin ich hier irgendwie ein bisschen blöd. Und habe mich hier irgendwie verrannt. Und da oben runtergefallen. Ja, nicht runtergefallen. Ich bin absichtlich da. Runter, ist doch logisch. Nee. Oh, nee. Ist hier irgendwie was? Nö. Müsste doch irgendwo so einen Weg geben, wo das Tor ist, aber das ist ja ganz weit hinten. Irgendwie auf dem Torweg oder sowas. Da ist zum Beispiel der Weg. Er ist zu weit weg. Bei dem Regen sehe ich nichts. Ach. Hauptverdomme. Nee. Ups, Daisy.
Schnappinger. So, die 17 Uhr sind auch keine Option. 15 Uhr war er weg. Und 17 Uhr ist keine Option. Das heißt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schade. Gucke ich nochmal nach, ob es doch noch einen Weg gibt. Nee, niemals, oder? Nee. Von der Seite bin ich mich runtergefallen, oder beziehungsweise habe ich mich runtergemacht. Und. Nee. Ja, hier bleibe ich auch nicht hängen. Nee, bleibe ich nicht. Komme ich hier weiter? Nein. Glitschig mit dem Regen. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich jetzt mal wieder neu einlade. Oh, Alter. Mal eben kurz eine dampfen. Ah, der Greenscreen wurde kurz sichtbar bei dem Dampf. Ja, jetzt ist wieder sonnig. Das war ein Rekrut. Das war der Jonathan dahin. So. Das muss hier, das ist die Tür. Definitiv die Tür zum Burggarten. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist natürlich doof, wenn ich jetzt die ganze Zeit. What? Wer ist denn das? Hoppenknecht, ja Gott. Ja, das ist natürlich. So kann man ein Let's Play natürlich in die Länge ziehen. Wenn man den Oleg, der ist bestimmt irgendwo. Ich glaube, ich versuche es mal abends. Ne? Weil jetzt ist 15.55 Uhr. Und. Hier ist die nächstgelegene Bettgeschichte, beziehungsweise das nächste Bett, wo ich mal sagen kann, was liegt denn hier alles so? Nehme ich mal mit, ne? Fackel, Fackel, oh, ein Horn, Trinkhorn, wa? Horn, was kann man denn damit machen? Horn, 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 da ist es. That, what's that? Give me your name. Start of June. End of game. So. 15 Uhr bis 17 Uhr. Das hatten wir. Hatten wir jetzt bis 17 Uhr gehabt? Ja. Bis zum nächsten Abend schlafen. Oh Gott. Bis Mitternacht schlafen. Bis 3 Uhr nachts schlafen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ende. Warte mal eben. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich will erstmal mich mal. Ah, 16.11 Uhr haben wir es erst. Dann machen wir nochmal die 17 Uhr Option. Ach nee. Ja doch. Die müssen wir nochmal versuchen, die 17 Uhr Option. So, raus aus den Federn und gucken, wo der Oleg ist. Siehst du, jetzt regnet es wieder. Somit wissen wir, dass auch der Regen programmiert ist. Ich stehe im Juchheißer bei Sonne und Wind. Vielleicht ist Oleg ja wieder hier. Ne, Gunther. Gunther. Gunther ist nicht hier. Und mal. Davon lasse ich lieber die Finger. Blind? Ich wundere mich über gar nichts. Sonst irgendwie. Ich kann mir so etwas nicht erlauben. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Mal gucken. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Warum
Das ist gut. Ich habe das Buch über das Armbrustschießen gelesen. Ein sehr nützliches Buch. Der Verfasser, der selber viele Schützen ausgebildet hat, war allerdings ein jähzorniger Mann, vor dem mancher Neuling sich in Acht nehmen musste. In seiner Wut über manchen Fehlschuss seiner Zöglinge hat er denjenigen, der das Pech hatte, daneben zu schießen, regelrecht als Zielscheibe verwendet. Sodass der Ärmste stets gezwungen war, vor seinem Meister davonzulaufen, wenn ihm sein Leben lieb war. Aber Wilhelm von Prell war trotz seines Jähzorns ein wahrer Meister der Armbrust. Gut, dass du sein Buch gelesen hast. Doch, bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich jetzt besser an mich. Aha. Ja, gut. Gucken wir. Und? Sonst? Oh ja, die Disziplin hier in der Burg, okay, ihr Waffenknechte lungert immer häufig. Keiner sieht mehr. Daher, ja, das Geld ab. Ja, kennen wir. Okay, Wilhelm von Prell, bester Armbrustschütze. Was fällt mir dazu ein? Genau, richtig. Wir essen jetzt mal ein Äpfelchen. Vielleicht noch ein Apfel? Genau. Noch ein Apfel. Noch ein Äpfelchen. Okay, dann soll es das gewesen sein. Kann ja sein, dass wir da irgendwie was an Bonus kriegen. So. 17:37 Uhr. Ach ja, nee. Ich sollte mal zur Tür gehen, da wo der Burgfriedgarten ist. Na los, jetzt mach hin. Geil. Ein bisschen Sonne und dann Regen. Die Knechte sind auch sehr beschäftigt. Geschäftig. Was haben wir hier? Kann ja sein, dass die Tür hier aufsteht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also wie schon gesagt, vor ein paar Jahren habe ich das mal angespielt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, also nur so ganz seicht. Oleg. Oh, hier ist natürlich auch der Schmied nicht mehr. Das heißt, man kann hier noch ein bisschen was gucken. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ist das wirklich wahr? Ja. Oh, ich glaube, das besser machen können. So, bis zum nächsten Abend schlafen. So. Dann wollen wir gleich mal gucken. Okay, das ist sehr dunkel. Machen wir eine Beleuchtung an oder nicht? So. Oh, nehmen wir mal erstmal. Nur schade mit der Musik. Man vermisst die irgendwie regelrecht. Hä, immer noch nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Bekloppt es. Mist. Ich wär mir da nicht so sicher. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist eine schlimme Sache. Nee, Oleg ist auch nicht hier. Mal gucken, ob er flint. Nee. Ich hab doch doppelten Wachdienst bekommen. Hier ist auch nichts. Das hat er mir da nicht so sicher. Torwache. Ich hätte das nicht gemacht. Gucken.
Bisschen mit Wenzel quatschen. Langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Erzähl mir, was du erlebt hast, Wenzel. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Über den Schmuggel. Okay. Von mir hat er das nicht. Na schön. Soll ich dir mal was über den Schmuggel so erzählen? Steht es in den Heiligen Schriften. Über den Schmuggel? Heißt das, dass hier auf Athanos mal Schmuggler am Berg waren? Aufpassen, was man so rum erzählt. Jawohl, und das mehrere Jahre lang. Die Burschen kamen aus Myrtana und haben für irgendeinen Banditen dort gearbeitet. Was haben die Kerle denn hier geschmuggelt? Na was schon. Was natürlich, die aus unserem Bestand geklaut wurden. Das ist ja ein Ding. Und wie seid ihr dahinter gekommen? Es gab einen Verräter unter uns, der die Waffen heimlich an die Schmuggler verkauft hatte. Damals war noch Lord Sintram unser Kommandant, der übrigens ein sehr fähiger Offizier gewesen war. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Er hat damals unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert. Er hat nämlich... Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Später, Wenzel, später. Also wie war das jetzt nochmal? Ihr hattet einen Verräter unter euch? Das ja, durch einen Zufall konnten wir ihn enttarnen und den Schmugglern daraufhin ein Gefecht liefern. Danach hatten wir wieder Ruhe. Aber unsere Waffen haben wir leider nicht mehr zurückbekommen können. Die Schmuggler hatten diese rechtzeitig versteckt gehabt. Und das war wirklich Pech. Wir waren daher alle der Meinung, dass die Burschen hier auf Athanos ein Versteck haben müssen. Eine Höhle oder so etwas. Aber dieses Versteck haben wir leider nie finden können. Und wir hatten noch das Glück, dass wir keine Musketen im Ahnesaal hatten. Das hat er doch vorher gewusst. Musketen? Was zum Teufel sind Musketen? Nun, dazu muss ich weiter ausholen. Vor einigen Jahren war ich wegen einem Auftrag in Myrtana. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dort traf ich einen Mann, der eine neue und eigenartige Waffe dabei hatte. Eben diese Muskete. Was hat es mit dieser Muskete auf sich? Die Muskete benutzt man für den Fernkampf. Ähnlich wie an Bogen oder Armbrust. Nur mit größerer Genauigkeit, Reichweite und Durchschlagskraft. Dieses Teil könnte sogar einen Troll erlegen, dem Pfeile oder Bolzen nicht mal jucken. Leider konnte ich es mir damals nicht leisten, obwohl ich sehr gerne eine gehabt hätte. Kamst du nie wieder nach Myrtana? Oder konntest einen Kameraden darum bitten, es zu holen? Nein. Die Schwierigkeit ist, dass er gar nicht auf Myrtana lebt, sondern auf Arant. Er war nur zufällig zur selben Zeit wie ich auf Myrtana. Zudem braucht man für die Munition noch Eisen, welches man selber gießen muss. Und das wäre sehr kostspielig. Außerdem braucht man für die Muskete eine hohe Geschicklichkeit, die man schon zeitig trainieren sollte. Jedenfalls hätte man mit dieser Waffe ziemlichen Unfug anstellen können. Von dem her ist es vielleicht gut so. Ich denke, du hast recht. Die Waffe könnte sehr gefährlich sein. Ja. Ach, ihr macht das übrigens alles über hier ein Mischpult, über das AG06. Deswegen habe ich ja auch am Anfang die Musik von meinem Smartphone über das Mischpult einspielen können. Ja, die versunkene Flotte. Also wenn der die ganze Zeit immer so lange redet, dann... Moment mal. Ja, Moment, ich bin noch von hier gekommen, ne? Ja, auf der Suche nach Oleg und auf die Pirsch gehen. Na, da ist er wieder. Der Oleg. War in seinem Schlafplatz, da wo ich vorher geschlafen habe. So. Ende. Wie spät? 21:29. Scheiße. Was jetzt? Raus aus meinem Bett! Oh, verdammt! Was willst du? Nix. Leg ihn mal wieder hin.
Aha, wenn ihr die Fackel in Hand habt, dann macht er so komische Trippelschritte. So, wenn ich sie jetzt weglege. Ja. Nö, der bleibt da einfach stehen. Also ich glaube, das mit Gunther und dem Garten wird nichts mehr. Dann müssen wir noch ein bisschen andere Leute anquatschen. Wie zum Beispiel. Na, er meldet sich freiwillig. Irgendwo da hinten wäre. Na. Hier ist auch keiner mehr. Eine Logo. Ist zu früh. Noch keiner auf. Das hat doch... Aha. Ein Schelm, wer Schlechtes denkt. Wenn es so früh ist und hier so richtig schöne Sachen liegen, dann werden wir die natürlich gleich rallen. So, die Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja. Okay. Haben wir hier noch was? Da liegt doch was. Ach nee, das ist ja ein Tintenfass. Rise, rise, aufstehen. Götz, hey. Ich sag ja, immer neue Gesichter. Götze. Warte mal. Hallo, Götz. Hallo, Roland. Und? Alles ruhig? Klar. Die paar Wölfe, die sich hier schon mal rumtreiben, machen mir noch lange keine Angst. Allerdings sollte ich mal wieder mit der Armbrust üben, damit mich keins von den Viechern erwischt. Warum hast du eigentlich so ein bekümmertes Gesicht? Ist was los? Ach, nichts, Roland. Na komm, mir kannst du es doch verraten. Was ist los? Na gut, du darfst aber keinem anderen davon etwas sagen, hörst du? Na klar, versteht sich doch. Mir ist was verdammt Blödes passiert. Ich habe den Schlüssel zum großen Turm verloren. Was? Den Schlüssel vom großen Turm? Hier am Hafen? Wie ist denn das passiert? Gestern Abend hatte ich noch etwas rumgetrunken und bin danach noch spazieren gegangen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Schlüssel noch. Aber als ich mich auf den Rückweg machte, war er plötzlich weg. Verstehe. Mann, du musst ja dann ganz schön blau gewesen sein. Tja, ich... Hast du denn nicht versucht, den Schlüssel wiederzufinden? Klar habe ich. Doch leider ohne Erfolg. Wenn das Bertrand oder die anderen Paladine mitbekommen, dann... Dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere Tage unter Arrest stehen. Ja, und das wird wohl das Mindeste sein. Jetzt weißt du, warum ich mich so mies fühle. Aha. Wegen des verlorenen Turmschlüssels. Ja, was willst du noch von mir wissen? Weißt du denn gar nicht mehr, wo du das Ding verloren haben könntest? Nun, eine Idee hätte ich schon. Ja, und? Erzähl schon. Ich werde das Ding vermutlich beim alten Segelhaus verloren haben. Ach nee, was wolltest du denn da? Dich vielleicht mit paar Lurkern balgen. Tja... Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da im besoffenen Kopf wollte. Auf jeden Fall sah ich dort plötzlich ein paar Lurker kommen. Da bin ich natürlich abgehauen. Nicht, dass ich mich vor den Lurkern fürchte, Roland. Aber in meinem Zustand? Ja, ja, ist schon klar. Aber warum gehst du nicht jetzt hin und suchst den Schlüssel? Ach nee, jetzt wo ich Wachdienst habe... Das kannst du vergessen, Roland. Wenn die Paladine mitbekommen, dass ich so einfach meinen Wachposten verlasse, bekomme ich ganz gewaltigen Ärger. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Doch du, Roland, kannst dich frei bewegen. Könntest du nicht den Schlüssel für mich holen?
Ach, wo ist er denn? Jetzt soll ich für dich die Kastanien aus dem Feuer holen und mich mitten unter die Lurker wagen. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ich würde dir auch 100 Goldstücke geben, wenn du den Schlüssel findest. Also überleg es dir. Du würdest einem Kumpel damit wirklich aus der Patsche helfen. Ja, okay. Gegen Lurker komme ich bestimmt noch nicht an, aber... Ich werde den Schlüssel für dich suchen. Genau. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Gut, Götzi Mausi. Ja. Schlüssel. Logbuch. Der Verlorene. Der Büchsenmacher. Achso, ja, das war das von... Musketenbauer vielleicht Verrand. Also das war das, was Wenzel erzählt hat, dass auf Verrand einer ist. Anheuern das geheimnisvolle Schiff. Moment mal, der verlorene Turmschlüssel. Ja, am alten Sägehaus haben wir noch gar nicht gesehen. Weil es nicht bewusst. Alte Geschichten, die versunkene Flotte, der Alchemist. Der Alchemist. So. Ich habe sie alle befragt. Bruno ist mir bereit, den Schlüssel zum oberen Turmgeschoss zu geben, wenn Oliver wieder eine... Okay, und pass mal auf, dann gehen wir mal zum Oleg, zum Oliver. Das war ja in dem Turm irgendwie halb hoch und dann über so eine Brücke. Stopp. Das ist der Rekrut. Da ist Bruno. Wegen der Grundausbildung. Ich will von euch lernen, lernen, lernen. Okay, da war noch nichts. Wenzel, der große Geschichtenerzähler. Dann gehen wir mal hier hin. Also langsam kann ich mich anfreunden mit der Architektur. So, können wir nur hoffen, dass Oliver irgendwo ist. Tankred. Wie spät haben wir es da? Also frühmorgen sind sie hier drin. Ist dann Oliver auch da? Nee, Herbrand. Oliver, da ist er. Bäh. Herbrand, Ende. Puff, 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 puff. Der ist nur ein Händler. Ja, ja, da geht's jetzt nicht weiter hoch, ne? Nochmal uns vergewissern. Doch, hier geht es noch irgendwo hin zum Schlafplatz, wo ein paar People sind. Jetzt kommt Musik. Voltaire und Ritter. Mal gucken. Walter auch nix. Gut. Da, 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 da. Ach, das ist die Schiffsmusik, ne? Und das ist abgeschlossen. Doch nicht. Ah, nee, das ist ja der Koch. Oh, lecker. Rohes Fleisch. Ah, gebratenes Fleisch. In Krön. Die hatte ich ja schon ausgeräumt, die Teile. Die Regale. Gucken, hat Jonathan noch irgendwas? Hey. Hey. Uli. Scheiße. Okay, nix. So, das heißt, jetzt müssen wir irgendwie eine verschlossen. Nee, da ist noch eine offene Türchen. Aha. Irgendwie eine versteckte Ecke? Nein. Der Treppenturm hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Richtig, das war die erste Tür, die verschlossen ist. Und das ohne ist den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also muss ich mir merken, hier sind Holztreppen. Der andere Turm hat ja so Steintreppchen. Hm.
Mhm. Ja. Und da. Ja. Und 22. Um die Zeit wird wahrscheinlich der Oleg Gunther. Da muss doch irgendwas immer noch nicht auf die Tür. Mann, das ist zu weit entfernt, aber wenn die noch nicht auf ist, dann brauche ich erstmal gar nicht anfangen hier. Zu öffnen. Ach Leute, gucken. Ach so, ja, der Typi, weiß ich jetzt nicht. Ich kann diese Schrift nicht lesen. Er meinte so von wegen, ich sollte einen Stream machen. Also live. Da kann ich nicht, Leute, weil ich lieber gerne alleine das mache. Und wenn da irgendwie jemand noch mit dabei ist, dann muss ich dann mal gucken. Hey, grüß dich, alles klar. Ach ja, was? War die Party toll? Ach ja, nee. Ach, Gunilla war auch dabei. Aha, der Gunilla. Na, und was habt ihr gemacht? Oh, habt ihr viel getrunken? Ja, das ist toll. Ja, grüß dich. Alles klar, 34807 Satanas toll. Oder wie sie alle mal heißen im Chat. Ich meine, ich weiß, es muss ja reizvoll sein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Muss ja reizvoll sein, so live zu streamen. Werde ich irgendwann auch nochmal machen, aber bis jetzt habe ich noch nicht das Equipment dazu. Wenn ihr wüsstet, was ich mit was vom Rechner ich hier, ja, wieder weg, der Gunther. Mit was vom Rechner ich hier eigentlich arbeite. Das wollt ihr gar nicht wissen. Schamdidel, Schamdudel. Jetzt verrenne ich mich hier irgendwie. Mann, oh Mann, oh Mann. Stopp. Ist aber nicht runter, nee. Jonas. Na Jonas, wieder mal Wachdienst. Hör auf, Mann. Das ist doch immer dasselbe. Ach ja. Ach übrigens, bei einigen Dialogen knackt es so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an den Audiodateien liegt. Aus dem Spiel. Sorry. Oder ob da hier irgendwas bei mir irgendwie von der Latenz her nicht stimmt. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich nochmal untersuchen, weil ich jetzt gerade das zweite Mal übers Mischpult den Sound aufnehme. Und das Ganze sozusagen ruht. Und bis jetzt hat es noch keine Probleme gegeben. Auch in dem vierten Teil, oder? Ja. Im vierten Teil, fünften Teil? Wie viele Teile habe ich denn jetzt? Nee, das ist ja der fünfte. Ja, gut. Ich mache Folgendes. Ich werde jetzt knallhart rausgehen. Ah. So. Und wie sieht es aus? Ja, das ist doch wieder das mit Wachdienst. 9.16 Uhr. So, was soll ich machen? Warten, bis er sich bewegt und irgendwann mal in den Burggarten geht. Das kann ich machen. Das kann ich dann noch auf irgendwie einen Zeitraffer dann schneiden. Weil das ist ja eine Sisyphus-Geschichte. Okay. Das werde ich aber beim nächsten Mal machen. Ich bleibe nämlich hier bei Gunther. Und, ja, schade. Ich dachte, ich könnte ein bisschen mehr zeigen. Hm. Schade. Es ist auch schon spät. 1:30. Es ist jetzt schon Karfreitag.
Das ist doch Karfreitag, ne? Ja, Karfreitag. Und nicht tanzen, sondern zu Bett gehen. Und wenn ihr das seht, das wird wohl Mittwoch sein. Aber in diesem Sinne nochmal, nachdem wann ihr das guckt, schönen Tag, schönen guten Abend und gute Nacht. Finger hoch. Kommentare würden immer hilfreich sein für mich. Und ich werde jetzt auch zu Bett gehen. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, euer David von Scouten. Ciao.